Hey du und willkommen zurück zu Part Nummer 7 von Ark Survival Evolved. Und hier haben wir Konstantin und Anastasia. Ah ja, erinnert ihr euch noch dran? Genau, wir haben die beiden getamed. Ja genau, das war Hammer. Ich habe total verpeilt, was wir als nächstes machen wollten. Also, ne. Jallo. Hier stellen wir hin. Irgendwas werden wir machen. Warte mal. Okay, ich habe das Gefühl, irgendwas steht hinter mir. Ich brauche erstmal gar nichts, glaube ich, oder? Was wollte ich machen? Ich habe komplette Rüstung. Ich habe das alles. Ich habe 18 Punkte. Boah. Narkotik könnte ich herstellen. Mhm. Und ansonsten. Puh. Das ist schwer. Ich weiß gerade gar nicht, was ich ansonsten herstellen würde. Ich habe eigentlich gerade alles, was ich brauche. Deswegen lassen wir es auch erstmal. Machen vielleicht noch ein paar Speere. Was brauchen wir für einen Speer? Holz. War da nicht gerade Holz drin? Easy. So. Speer. Drei Stück. Nehmen dann auch mal unsere Slingshot. Werden die reparieren. Wenn ich sie finde. Was braucht man dafür denn bitte? Halt. Okay, haben wir. Wir waren ja auch jagen. Wir haben so viel letztes Mal gemacht, dass ich es alles schon wieder vergessen habe. Ja, es geht schnell bei mir, ich weiß. Bogen mit Level 15. Wir sind Level 11. Bald. So, das war glaube ich da. Wir operieren auch noch unsere Axt. Machen jetzt alles, was wir haben und nicht brauchen. Erstmal wieder hier rein. Denn, ich bin mir gerade total unsicher, was wir am besten machen sollten, ne? Also da bin ich ehrlich, ich weiß es gerade echt nicht wirklich. Es gibt vieles, was wir machen könnten. Wir könnten weiter farmen und alles, aber keine Ahnung. Ich bin gerade völlig in Farmlaune. Ich, Idiot, habe alle Steine weggeräumt. Ah, manchmal denke ich mir echt so, Daniel, du bist ein Genie. Und dann denke ich mir wieder so, nee, bin ich nicht. Oh. Naja, okay. Wir brauchen zum Glück ja nur fucking Steine, die wir auch so aufheben können. Ich werde nichts sagen. Aber ich habe gigantische Eier. Warum habe ich gigantische Eier? Fragst du dich bestimmt, oder? Ich sag's dir. Siehst du da vorne das große Vieh? Das ist ein Bronto. Auch genannt Diddlefoot. Aus den, wie heißt das? Ein Land vor unserer Zeit? Genau, diese Kinderfilmreihe da von damals. Die, glaube ich, immer noch auf Super-TL und so läuft. Und ja, den guten Freund hier werden wir fangen. Denkst du mir jetzt bestimmt, das wird doch niemals was. Ich sag dir was. Mir egal. Ich versuche es. Ah. Okay. Wow! Okay. Das war vielleicht die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Nein! Okay. Schildgroßer. Wow. Schild. Der ist so verdammt schnell. Ah, fuck. Ich will dich doch nur tamen, Mann. Ich will dich nicht mehr töten. Oh, fuck. Wir dürfen nicht in die Nähe seines Schwanzes kommen, sonst sind wir tot. Ich bin nicht sicher. Vielleicht bleibt er hier drin hängen. Vielleicht. Oh. Irgendwas hat uns denn noch Damage gemacht. Oh, sogar viel. Verdammt viel sogar. Scheiße, Alter. Fuck.
Fuck. Fuck. Oh. Das war vielleicht mit die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Ja. Hä? Ich will da respawnen. Wie mache ich das? Hä? Bin ich jetzt hier richtig? Was habe ich nur getan? Was habe ich getan? Wieso? Warum? Ich bin so ein Idiot! Oh nein! Was? Bin ich jetzt echt ganz woanders? Komme ich jetzt nie wieder nach Hause? Unser Abenteuer hat doch erst begonnen. Ah, so ein Dreck. Ich hasse Brontos. Oh, fuck. Wir sind genau da, wo wir vor 6 Folgen angefangen haben. Ganz am Anfang. Fuck. Es tut mir so leid. Ich dachte, wir kriegen es hin. Ich dachte, wir können fliehen oder was weiß ich. Irgendwas. Irgendwie hat gar nichts geklappt, was ich vorhatte. Mann. Was tue ich jetzt? Ich will mich jetzt auch nicht einfach killen lassen und dann gucken, dass ich mit Glück wieder da ankomme, ne? Das ist lame. Wir müssen mal ein bisschen, keine Ahnung, Realismus hier reinbringen. Okay, wir sind gestorben und leben jetzt wieder, aber you know what I mean. And I mean this shit. And I want to remove? Ich sollte aufhören, Englisch zu reden. Auf jeden Fall war das scheiße, okay? Mann. Ich bin jetzt echt ein bisschen, ja, sauer und gleichzeitig auch irgendwie schon fast traurig. Ich meine, wir hatten es echt schön. Apropos schön. Hier ist es auch Krokodil. Okay. Einfach mal auf die andere Seite. Ich will nicht auf der Seite leben, wo ein Krokodil ist. Also mein Plan ist jetzt folgender. Es ist scheiße, was passiert ist, klar. Aber wir sollten das als neuen Anfang sehen. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Gegend, die schöner ist. Vielleicht haben wir hier viel Spaß. Vielleicht, ja. Finden wir jemals unser Haus wieder und können das Zeug hier rüberbringen. Oder wir ziehen wieder da hinten hin. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt erstmal hier. Keine Ahnung, was sollten wir sonst tun, oder? Wir können jetzt nicht einfach wieder sterben und gucken, dass wir mit Glück da ankommen. Irgendwann ist es nämlich lame, ganz jetzt zu verrecken, um irgendwo hinzukommen. Erstmal scheißen. Oh Mann, jetzt sind wir wieder bei Null und haben nicht einmal mehr was zu essen, aber hier ist ein cooler Wasserfall. Und die Insel ist auch cool. Geh mal hoch hier. Ja. Ich glaube, ich kenne den Ort sogar, weil ich ja auch arg mal damals gezockt habe. Also, wow. Mit Freunden auf einer Map. Ich glaube, wir haben ja auch eine Zeit lang gecampt. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt auch erstmal hier. Hier wird uns erstmal nichts passieren, vermute ich einfach mal. Ich sollte vielleicht... Genau. Wo habe ich die jetzt... Wo sind die? Hallo? Achso, da unten sind sofort die Speere. Okay, dann warte ich ja nur auf das Campingfire. Das baue ich dann jetzt auch immer hier auf. Und hier war ja gerade ein harmloses Vieh, ne? Ich werde das Ding jetzt erlegen. Ich sag euch, ich schaff das. Das Ding kriege ich jetzt wirklich hin. Also, scheiß Bronto, Alter. Ich glaube, das lasse ich ab jetzt. Boah. Erst wenn wir einen Bogen haben oder so. Mann, ich hätte einfach 4 Level warten können.
4 fucking Level warten. Naja. Da oben ist nochmal so ein harmloses Vieh. Hier ist nix. Komm, wir gehen mal hier hoch und schauen uns erstmal die Gegend an. Ich glaube, damit enden wir auch die Folge. Mann, die war null produktiv. Die war minus 100% dekonstruktiv, weil wir alles verloren haben. Alles. Ja, okay. Wer oder was bist du? Really? Als hätte ich nicht schon genug Probleme, ist da unten ein Krokodil. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war es dann erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich muss gucken, was ich mache wegen dem scheiß Krokodil. Scheiße. Naja. Wir kriegen das schon wieder geschaukelt. Ich werde nicht Mochi, werde ich das nicht schaukeln. Ich sage tschüss und bis dann. Love ya.